Nein, nein, mit dem Geld nur so um sich werfen. Wie zum fröhlichen Beginn des Frankfurter Festakts wird man in der Europäischen Zentralbank ganz bestimmt nicht. Und so versprachen denn auch die strengen Währungshüter und alle Politiker hier und heute einen stabilen, starken Euro. Die gemeinsame Währung sei aber auch ein politischer Meilenstein, so Bundeskanzler Helmut Kohl. Die Einführung des Euro wird auch der Fortentwicklung der politischen Union neuen Auftrieb geben. Und ein stabiler Euro, und das muss doch unser Ziel sein, hat auch gute Chancen, eine wirklich ernstzunehmende Alternative zum US-Dollar als Weltwährung zu werden. Der britische Premierminister Tony Blair, heute auffällig eurofreundlich, kündigte an, sein Land wolle alsbald der gemeinsamen Währung beitreten. Unser Streben nach einem stabilen Euro zeigt den neuen Konsens in der europäischen Wirtschaftspolitik darin, wie unsere Volkswirtschaften erfolgreich zusammengeführt werden. Das hörte der Kanzler gern, Währungsstabilität also über alles auch im Labour-regierten Großbritannien. Und der Präsident der Europäischen Zentralbank, Duisenberg, versprach den Bürgern, dass sie sich auf einen stabilen Euro verlassen könnten. Niedrige Inflation, niedrige Preise seien dabei das Wichtigste. Duisenberg wörtlich, ganz eindeutig, stabile Preise sind wichtiger als Millionen Worte in Reden, Interviews und öffentlichen Äußerungen. Ein starker Euro, das hängt aber auch von einem starken und politisch unabhängigen Präsidenten der Zentralbank ab. Duisenberg widersprach heute Darstellungen, er werde schon nach der Hälfte seiner Amtszeit zurücktreten und bekam dafür demonstrativ Rückendeckung vom Bundeskanzler. Wir haben einen erstklassigen Präsidenten, jetzt kann man wieder rumbohren auf gut deutsche Art. Wird das so sein oder so sein? Ich bin da völlig sicher, es gibt eine gute Präsidentschaft. Er wird darüber bestimmen, wie es ausgemacht ist, wie lange er das macht, und so weit ist das sehr gut. Querelen hin, Querelen her, der Euro startet pünktlich am 01.01.99. Die Frankfurter Euro-Uhr zeigt es heute noch 184. Begründung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt betonte Bundeskanzler Kohl, die neue Währung werde eine ähnliche Erfolgsgeschichte erleben wie die D-Mark. Vom nächsten Jahr an wird die EZB die Geldpolitik in den 11 Teilnehmerstaaten bestimmen. Für Tony Blair, den scheidenden EU-Ratspräsidenten, war die Gründung der Europäischen Zentralbank die letzte Amtshandlung, vielleicht aber seine wichtigste. Nicht nur der britische Premierminister zeigte sich vom Erfolg des Euro und der Europäischen Währungsunion überzeugt. Zwischen seinem Land und der EZB werde es eine enge Zusammenarbeit geben. Blair rechnet fest mit dem Beitritt Großbritanniens zur Währungsunion. Darüber hinaus ist der Premierminister der Meinung, dass grundsätzlich die britische Mitgliedschaft in einer erfolgreichen Währungsunion ein Vorteil für Europa und Großbritannien sei. Letztlich werde ein Referendum über den Beitritt entscheiden. An Superlativen mangelte es den Politikern bei dem Festakt nicht. Helmut Kohl nannte die Gründung der Europäischen Zentralbank einen Meilenstein in der europäischen Geschichte. Ein stabiler Euro, so Kohl, seine ernstzunehmende Alternative zum US-Dollar. Damit die Europäische Zentralbank erfolgreich arbeiten kann, so Jacques Santer, der Präsident der Europäischen Kommission, müssten die nationalen Interessen und Schwierigkeiten zurückstehen. Wie in jeder guten Ehe müssen auch unsere Staaten lernen, einander die Wahrheit zu sagen, selbst wenn das bisweilen schwerfällt. Eine erste Ehekrise deutet sich aber schon an, denn EZB-Präsident Duisenberg will seinen Chefsessel nicht, wie abgesprochen, nach 4 Jahren räumen. Er will bleiben. Für wenigstens 8 Jahre. Wim Duisenberg goss weiteres Wasser in den Festtagswein. Der Euro sei kein Allheilmittel zur Lösung der Massenarbeitslosigkeit in Europa. Dennoch, nimmt man die Stimmung in Frankfurt als Gradmesser, dann ist Optimismus.